dieses Pickard vorgestellt. Link dazu in die Beschreibung. Jetzt könnt ihr euch das nochmal angucken. Und heute möchte ich noch kurz was dazu sagen für denjenigen, der 17 Sounds, wo das nicht reicht für Studioaufnahmen oder ähnliches. Man kann hier auch 50 rausholen und mal ganz kurz eine Erklärung, wie das geht. Im Grunde muss man nur ein Pickard nutzen, was noch einen Mittelausschnitt hat. Also ein weiteres Pickup in der Mitte. Anstatt dem Volumen macht man ein Doppelpoti, an dem Volumen und Ton geregelt wird. Das ist relativ einfach. Dann hat man hier den frei, den normalen, zurzeit genutzten Tonpoti. Und dort kommt dann ein Push-Pull rein. Der neue mittlere Pickup wird über den Push-Pull so geschaltet, dass er auch out of phase geht und direkt über den Pickup, über den Push-Pull, dann auch wie mit einem Volumen-Poti einfach eingeblendet. Das heißt, ich kann dann zusätzlich zu allen Möglichkeiten, die hier schon gegeben sind, den mittleren einblenden. Das macht dann schon mal eine Verdopplung aller Sounds, die bis jetzt drin sind, von 17 auf 34. Und wenn ich ihn ziehe, habe ich ihn auch noch out of phase, was nochmal 17 verschiedene Sounds bringt, macht zusammen 51. Und dann habe ich eine noch größere Bandbreite, was vielleicht für Live-Auftritte nicht nötig ist, aber für Live kann man ganz einfach nur den 5-Wege-Schalter nutzen. Während man, wenn man Aufnahmen macht, eine noch breitere Palette hat. Das ist relativ einfach. Bei Fragen, Fragen. Wenn ihr das mögt, ein Like, ein Abo wäre auch nett, würde mir helfen. Und wenn ihr es nicht mögt, dann halt ein Dislike. Könnt auch gerne was in die Kommentare reinschreiben. Braucht man das nicht? Ist das völlig unnötig? Allerdings für jeden, der jetzt sagt, das ist zu viel da drin, da kann man auch darüber diskutieren, ob ein 5-Wege-Schalter an einer normalen Strat sinnig ist, ob da nicht ein 3-Wege-Schalter reicht oder ob man überhaupt 3 Pickups braucht oder 2 oder 1 vielleicht reicht. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.